Die ersten Boxen hängen schon, die Tribüne für das Publikum wird aufgebaut, Scheinwerfer installiert. Einmal im Jahr verwandelt sich die Dreifachturnhalle in Rutesheim für eine Woche in einen Konzertsaal mit allem Drum und Dran. Die Cello-Akademie steht an und verlangt einiges an Vorarbeit. Es ist eine ganz leere Turnhalle und wir machen aus der Not eine Tugend und versuchen es dann wirklich genau so zu bauen, wie wir wollen. Dieses Jahr mit einer komplett ansteigenden Tribüne, mit leicht verstärkten Konzerten und mit einer schönen Bühne. Während am Samstag die Umbauarbeiten in der Halle noch laufen, treffen die ersten jungen Cellisten ein, melden sich an. Sie kommen aus Europa, Asien, den USA, gehören zu den Besten der Besten und wollen noch besser werden. So wie der 16-jährige Michał Balas aus Krakau. Er ist nur wegen des Dozenten gekommen, Wolfgang Emanuel Schmidt aus Berlin, und sitzt jetzt in seinem Meisterkurs. Eine Art Einzelunterrichtsstunde, bei der allerdings auch andere Studenten zuhören dürfen. Er legt großen Wert darauf, was der Komponist sich dabei gedacht hat. Es geht ihm nicht nur um die Noten, sondern auch um die Interpretation, wie man mehr Dynamik und Ausdruck ins Spiel bringt. Das hat er mir gesagt, dass hinter den Noten noch mehr steckt. Er hat mir gezeigt, was da noch möglich ist. Aber zurück zur Sporthalle. Die ist jetzt tatsächlich zum Konzertsaal geworden. Heute treten hier Dozenten auf. Von Kammermusik von Schubert bis hin zur Jazzversion von Tochter Zion. Highlights aber stehen noch aus. Und zwar zwei Konzerte mit Orchestern, zwei verschiedenen Orchestern hier aus Baden-Württemberg. Und einmal mit unseren Dozenten am Donnerstag und einmal mit unseren Studenten als Abschlusskonzert am Samstag. Und da ist auch mit einem aufwendigen Auswahlverfahren sind die besten Studenten ausgewählt worden, um mit Orchester auftreten zu können. Dann ist übrigens auch Michał Balas aus Krakau dabei und zeigt, was er in der Cello-Akademie 2018 gelernt hat.